Auch wenn es noch eine Zeit lang hin ist, wahrscheinlich bekommen wir 2024 das Facelift des aktuellen Golf der 8. Generation, gibt es jetzt wieder neue Erlkönig-Bilder, die das Facelift schon ziemlich ungetarnt zeigen. Und in diesem Video möchte ich mit euch diese Bilder kurz durchgehen und wir schauen uns im direkten Vergleich mit den Bildern von einem aktuellen Golf an, wo man hier schon sehr gut die Unterschiede sehen kann und was uns beim Facelift des Golf 8 erwarten wird. Und hier habe ich mal diese beiden Bilder herausgesucht. Auf der linken Seite sieht man das Facelift des Golf 8, hier eben als Erlkönig und hier den aktuellen Golf. Und hier kann man schon sehr gut erkennen, was sich hier getan hat. In erster Linie hier mal die Scheinwerfer, die sehen jetzt doch etwas anders aus als hier noch beim aktuellen Golf. Viel schmaler gezeichnet, auch das Inlay sieht anders aus. Die Front ist ebenfalls geändert, das sieht man hier ebenfalls ganz gut im Vergleich hierzu. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Und auch hier, dann kann man das hier ganz gut erkennen. Hier ist es natürlich schön abgedeckt, keine Frage, aber man sieht hier, dass sich das deutlich weiter nach außen zieht. Etwas kantiger, nicht mehr ganz so rund geformt ist, zumindest hier auf der Oberseite, wie das hier noch der Fall ist. Und da kann man auch ganz gut erkennen, dass der Abstand zwischen dem unteren Lufteinlass bzw. eben dieser Blende des unteren Lufteinlasses zum Scheinwerfer hier deutlich größer ist, als das hier noch der Fall ist. Die Front selbst hat sich ebenfalls geändert, beziehungsweise der untere Lufteinlass. Hier haben wir jetzt nur noch zwei Querstreben. Vorher hatten oder bisher hatten wir drei Querstreben. Da wird es künftig nur noch zwei Querstreben geben. Und eben die Scheinwerfer sind ebenfalls etwas anders. Also zum Kühlergrill, zum unter Anführungszeichen Kühlergrill hin, ziehen sie sich nochmal etwas schmaler zusammen als hier. Es ist auch etwas kantiger gehalten als beim aktuellen Golf. Das ist hier noch etwas runder. Was hier ebenfalls auffällt, das dürfte hier eine neue Leuchtengrafik für das Tagfahrlicht sein, also hier die Hauptlinse, das dürften die Matrix-LED-Scheinwerfer sein, die Hauptlinse ist hier nochmal mit zwei LED-Streifen eingefasst, was wir hier eben nicht haben, da haben wir hier nur unten diese LED-Leiste unterhalb des Hauptscheinwerfers und eben die Querleiste oberhalb des Scheinwerfers, die bleibt uns ebenfalls erhalten, aber das hier, das sieht definitiv neu aus. Was ebenfalls auffällt ist, dass das Frontradarmodul jetzt offenbar wieder in den unteren Lufteinlass gewandert ist. Vorher hatten wir das ja hinterm VW-Logo und jetzt gibt es hier in der Mitte unten diesen schwarzen Block und das dürfte das Frontradarmodul sein. Was ebenfalls auffällt, zumindest sieht das hier auf der Fotografie so aus, dass man beim Facelift hier jetzt einen angedeuteten Frontdiffusor einführt. Sprich, die Front wird im mittleren Bereich an der Unterkante etwas nach oben gezogen und somit entwickelt sich im unteren Bereich so eine Trapezform und zu den Seiten hin zieht man die Front dann wieder etwas mehr nach unten. Dadurch wird die Luft unterm Fahrzeug in der Mitte kanalisiert, um den Airflow unterm Fahrzeug etwas besser zu führen. Wie gesagt, das gab es bisher auch schon so, aber das sieht mir jetzt ein bisschen ausgeprägter aus. Generell würde ich auch sagen, dass die Front jetzt ein bisschen einen sportlicheren Eindruck hinterlässt als bisher. Eben ein dominanterer Lufteinlass mit nur noch zwei Querstreben anstatt der drei Querstreben. Auch die horizontalen Streben sind jetzt etwas markanter, finde ich, als bisher. Also das macht schon einen sportlicheren Eindruck, zumindest von dem her, was man jetzt so sehen kann. Im Endeffekt wird man es natürlich erst dann in voller Pracht sehen, wenn dann die Tarnung komplett weg ist. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, dass die Front, die wir jetzt so sehen, dem Golf Facelift besser stehen wird als die bisherige Front des aktuellen Golf 8? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Sonst hat sich an der Front, ja, an und für sich nicht viel geändert. Man darf sich natürlich auch nicht allzu viel von Facelift erwarten. Das wird eine behutsame Weiterentwicklung des aktuellen Golf sein. Also keine großartigen Änderungen wie Motorhaube oder sonst irgendetwas. Was man hier aber auf jeden Fall auch ganz gut erkennen kann, und das sehen wir uns eh auch noch im weiteren Verlauf an, ist, dass sich im Armaturenbrett einiges ändern wird, denn da ist ein deutlich größeres Display zu sehen, als wir das hier noch beim aktuellen Golf haben, weil hier kann man das Zentraldisplay eigentlich so gut wie gar nicht erkennen. Head-Up-Display hat der aktuelle Golf ja auch schon, das kann man hier auch ganz gut sehen. Insbesondere das zentrale Display, das wird sich sicherlich ändern und eben auch die Architektur des Infotainment-Systems wird sich ebenfalls ändern. So, und hier sehen wir das Facelift noch etwas mehr von der Schräge und hier ist es eindeutig zu erkennen, dass sich hier die Frontschürze ändern wird. Also das sieht deutlich kantiger aus, als das hier noch der Fall ist. Auch hier der Winkel wird deutlich steiler. Hier ist es noch ein bisschen spitzer gehalten und hier sieht man auch mal ganz gut den Scheinwerfer. Also hier wird sich die Optik des Scheinwerfers ebenfalls ändern, was hier auch neu ist.
ist der Innenbereich, also das sieht ganz anders aus, als das hier noch der Fall ist. Hier haben wir bei den IQ-Light LED-Matrix-Scheinwerfern eine zweite Linse. Was das hier sein soll, spannend sind das dann zwei Linsen im Innenbereich. Kann man jetzt so schwer sagen, ob das dann auch der Top-Scheinwerfer sein wird oder eine Zwischenstufe zum Top-Scheinwerfer. Das ist natürlich jetzt alles reine Spekulation, aber hier die außenliegende Linse, das ist sehr gut zu erkennen, dass es hier deutlich anders aussieht als hier noch bei den IQ-Light Matrix-LED-Scheinwerfern. So, und hier sehen wir das Facelift noch ein bisschen weiter von der Seite. Da wird sich natürlich so gut wie nichts ändern auf der Seite. Auch hier das Emblem am Kotflügel, das ist gleich geblieben. Hierbei handelt es sich um einen Plug-in-Hybrid-Golf, sieht man hier an der Klappe. Aber wie gesagt, an der Seite wird sich so nichts ändern. Möglicherweise bei einem R-Modell kann hier dann noch ein anderer Schweller zum Einsatz kommen. Natürlich wird es auch andere Felgen geben, kein Thema. Aber sonst die Türen, Seitenwand oder Kotflügel, da wird sich nichts ändern. Das wird man 1:1 vom aktuellen Golf übernehmen. So, kommen wir zum Heck und da sucht man die Änderungen mit der Lupe, möchte ich fast sagen. Also auffällig ist hier jetzt nichts, an der Leuchtenform selbst wird sich gar nichts ändern. Die wird 1:1 so übernommen werden, wie das hier eben auch beim aktuellen Golf der Fall ist. Was sich ändern wird, ist die Leuchtengrafik, das sehen wir jetzt dann noch im nächsten Bild, da sieht man es etwas besser. Aber sonst die Formgebung, das ist alles das Gleiche, da wird man nichts ändern. Sonst müsste man hier unter anderem eben auch die Heckklappe ändern. Wenn man hier das innenliegende Leuchtenpaar ändern möchte, dann kann man das natürlich so in die Heckklappe nicht integrieren. Die Heckschürze, sollte sich eigentlich ändern. Hier ist es eben auch abgeklebt. Das Inlay sieht ein bisschen anders aus bei der Heckschürze, wenn man das hier im Vergleich sieht. Auch hier, das zieht sich ein bisschen weiter rauf. Hier ist es eher geradliniger. Aber es muss auch nichts heißen, es kann auch sein, dass das hier eben noch nicht die endgültige Version der Heckschürze ist. Aber wie gesagt, großartige Änderungen sind jetzt hier so auf diesem Bild nicht zu erkennen. Wenn wir uns das hier nochmal im Vergleich ansehen, also großartige Änderungen beim Design der Heckschürze zum aktuellen Golf sind jetzt hier so keine auszumachen. So, und hier sehen wir noch einmal das Leuchtenpaar bei beiden. Und hier kann man jetzt gut die Grafik der Leuchte erkennen, denn die hat sich schon ein bisschen geändert. Beziehungsweise kann man das hier jetzt schon erkennen, dass sich die ändern wird, wenn wir uns das hier beim aktuellen Golf nochmal anschauen. Also das sieht definitiv anders aus, als das bisher der Fall war. Natürlich ist hier noch viel abgeklebt und da kann man hier jetzt nur ein wenig erkennen, aber ein bisschen ein Unterschied ist definitiv zu erkennen. Was den Innenraum angeht, da wird es auf jeden Fall Änderungen geben. Hier sehen wir noch einmal einen Prototyp, also so in der Form wird es auf jeden Fall nicht kommen, insbesondere auch mit diesen freiliegenden Kabeln und so weiter, das wäre natürlich furchtbar. Aber man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass sich zumindest das Zentraldisplay ändern wird. Also in dieser Form wird es definitiv nicht kommen, weil da hat man einfach nur dieses Display auf das Bestehende aufgesetzt. Wenn wir uns das hier noch anschauen, da sieht man eindeutig im Hintergrund das aktuelle Display beim Golf 8. Aber es wird hier auf jeden Fall ein anderes zentrales Display zum Einsatz kommen. Also auch das Dashboard direkt vorm Fahrer, beziehungsweise wird sich hier eben die ganze Display-Landschaft ändern im Vergleich zum aktuellen Golf. Also da wird man im Innenraum einen deutlichen Unterschied erkennen zum aktuellen Golf. Natürlich soll sich auch die Software im Hintergrund noch ändern und verbessern. Das wünschen sich ja viele. Wobei ich sagen muss, jetzt mit der aktuellen Software-Generation funktioniert das schon deutlich besser, als das eben noch am Anfang der Fall war. Aber hier muss auf jeden Fall aus meiner Sicht noch einiges getan werden, um hier ein perfektes System dem Kunden anbieten zu können. Ja, und das sind jetzt so die neuesten Eindrücke zum Golf 8 Facelift. Was sagt ihr zum Facelift des Golf 8? Seid ihr schon gespannt darauf? Freut ihr euch darauf oder sagt ihr, nee, braucht wirklich überhaupt niemand, interessiert mich absolut gar nicht? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall interessieren. Danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.